Ja, hallo, mein Name ist Michael Kräftner. Ich bin Gründer und CEO von Zelum. Zelum ist ein Hersteller von Software fürs Marketing und kurz gesagt erlauben wir mit unserer Technologie großen Unternehmen, ihre Marke und Produkte perfekt in Szene zu setzen und befinden uns heute auf unserem wunderschönen Campus im grünen Süden der Stadt Linz. Mittlerweile ist der Markt, wo wir uns befinden, ein aus Massenmarkt geworden, global. Da geht es jetzt wirklich darum zu sagen, wo geht die Reise in der Zukunft hin, und da beschäftigt sich Zelum schon seit vielen Jahren damit, die Trends, die wir sehen, umzusetzen, in Konzeptionen dran zu arbeiten, und da ist auch das Thema Förderung für uns extrem wichtig an der Stelle. Das ermöglicht uns tatsächlich das, was wir als Innovation sehen, auch vom Markt, wo es Bedürfnisse gibt, dann auch umsetzen zu können. Ja, wir alle kennen das, persönlich und privat produzieren wir am Handy Videos und Fotos ohne Ende. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das nicht ein einzelner Mensch nur für sich selbst, sondern hunderte Menschen für ein ganzes riesengroßes Unternehmen sind, dann ist das ein zunehmend großes Problem. Das heißt, über all diesen Inhalt die Übersicht zu behalten, den Inhalt auch freigeben zu lassen und dann am Ende den Inhalt auch dorthin zu bekommen, wo er notwendig ist, das heißt auf Plakate, auf digitale Werbeflächen oder eben auf Online-Shops. Das macht unsere Software. FFG ist schon ein langjähriger Partner von Zelum. Mittlerweile befinden wir uns im dritten Förderbasisprogramm, das heißt, schon seit einigen Jahren läuft diese Partnerschaft. Generell ist für uns die Partnerschaft sehr wichtig. Gerade als CFO ist mir das ist es besonders wichtig, hier eine Unterstützung zu bekommen für Themen, die wir nicht am Markt gleich verwerten können. Das heißt, Aufwendungen haben, Arbeitsplätze schaffen, wo wir erst in ein paar Jahren, wenn wir das Produkt, das wir da versuchen zu entwickeln, wirklich auf den Markt bringen. Ich glaube tatsächlich, dass wir heute bei weitem nicht da wären, wo wir jetzt sind, wenn es nicht damals quasi auch die erste Gewährung des Basisprogramms gegeben hätte. Wir könnten diese Art von High-End-Technologie in Österreich nicht entwickeln, wenn es die FFG so nicht gäbe.